Symbole AP 29 950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute geht es wieder um SDR Uno, wie ihr ja bereits gesehen habt. Und über ein neues Plugin. Ja, ihr habt jetzt hier gerade ein DRM-Signal gesehen. Digitale Kurzwelle bzw. digitales Kurzwellenradio-Signal. Und ja, ich habe das ja schon einmal hier auf meinem Kanal gezeigt, wie man das dekodiert. Den Link dazu mache ich euch zu diesem Video auch nochmal in die Videobeschreibung. Da habe ich das immer mit der Software Dream gemacht. Und ja, jetzt hat SDR Uno, ja, was heißt jetzt, das gibt es schon länger. Ich habe das auch schon mal ausprobiert, aber da hat es noch nicht so gut funktioniert. Es ist nämlich noch experimental. Ihr seht jetzt übrigens, das Signal ist auch hier weg. Das DRM-Signal. Hier sind noch die analogen Sender rechts und links. Und ja, es ist eine ganz interessante Sache für die Radiohörer unter euch auch vor allen Dingen. Und ja. Dieses Plugin, das seht ihr hier, das ist so ein kleines Fensterchen, wo dann auch dementsprechend die Synchronisation angezeigt wird. Und ja, wo ihr dann seht, dass der Decoder auch arbeitet. Ja, wie gesagt, ich hatte den schon mal vor längerer Zeit ausprobiert, hat aber nicht wirklich funktioniert. Ist auch jetzt immer noch experimental. Aber er hat sich verbessert und er funktioniert wirklich sehr gut. Ihr seht auch hier bei den Plugins, hier bei dieser schon recht langen Liste, dass jetzt hier dieses DRM-Plugin auftaucht bei mir. Sobald ich hier auf Lord Plugins, ich gehe mal auf Unlord All Plugins und dann hier auf Lord und dann öffnet sich schon dieses Fenster. Wäre jetzt hier natürlich ein DRM-Signal oder wie eben gerade, dann würde das dann auch hier dekodieren. Man zieht das natürlich auf die jeweilige Bandbreite des Signals. Und dann funktioniert das auch schon. Ne? Wie ihr gerade auch gehört habt. Gar nicht mal so schlecht. Ja, vor allen Dingen habt ihr auch gesehen, es war ein sehr, sehr schwaches DRM-Signal. Das geht normalerweise besser. Heute ist ein bisschen Sturm draußen hier. Und ich habe sowieso sehr viele Störungen jetzt hier. Die Antenne wackelt sehr stark. Aber ihr habt es gesehen, schwaches Signal und trotzdem dekodiert dieses Plugin das DRM-Signal. Wunderbar sogar. Die Installation ist wie immer bei diesen Plugins bei SDR Uno total einfach. Hier muss allerdings etwas mehr noch gemacht werden. Das zeige ich euch aber. Und zwar hier ist die GitHub-Seite, wo man sich die DLL-Dateien herunterladen kann, wo man für dieses Plugin braucht. Den Link dazu setze ich euch natürlich auch wieder in die Videobeschreibung. Dann müsst ihr nicht lange danach suchen. So, und ja, hier ist das Ganze, wie das aufgebaut ist. Im Grunde braucht ihr nicht viel. Ihr geht hier auf den Ordner DLL und dann sind hier so ein paar DLL-Dateien. Als erstes braucht ihr das SDR Uno Plugin DRM.dll. Diese DLL-Datei, die braucht ihr. Diese müsst ihr wieder in euren Community-Ordner kopieren. In eurem Dokumentenverzeichnis ist der versteckt. Hier ist der Community-Plugins und dort tut ihr dieses SDR Uno Plugin DRM.dll Datei hineinkopieren. Einfach hier hereinkopieren. Hier ist er auch bei mir schon. Was braucht ihr noch? Ihr braucht noch diese zwei unteren und die, also diese drei.
Diese drei unteren DLLs braucht ihr auch noch. Das ist einmal der A, hier AAC2DLL, das ist dieser Decoder. Dann braucht ihr noch diese zwei Library-DLLs. Also diese drei letzten DLLs hier auf der Seite, die braucht ihr auch noch. Die tut ihr euch auch kopieren und fügt sie allerdings nicht in diesen Community-Ordner ein, sondern in das Hauptverzeichnis von SDR UNO. Diese ja, vier DLL-Dateis, die braucht ihr, diese vier Stück. Ja? Und dann funktioniert der Decoder. Wie gesagt, die drei unteren hier in das Hauptverzeichnis, nicht in den Community-Ordner. In den Community-Ordner kommt nur das SDR UNO-Plugin DRM-DLL-Datei. Die unteren drei ins Hauptverzeichnis. Ja, und dann ist der Decoder auch schon installiert und ja, wie ladet ihr euch das runter? Ihr müsst im Grunde einfach nur hier draufklicken und dann hier oben ist ein Download-Button und dann könnt ihr euch die DLLs runterladen. Um das Ganze nochmal nachzulesen, wie das zu installieren geht und zu bedienen geht, gibt es hier auch ein DRM-PDF und das könnt ihr öffnen und da ist das auch nochmal genau erklärt, welche Dateien ihr wo hereinkopieren müsst. Also ist kein Hexenwerk. Hier steht dasselbe, was ich euch jetzt gesagt habe, auch nochmal beschrieben. Allerdings nur in Englisch. Hier sind dann ja, die Einstellungen, was an Einstellungen zu machen ist. Ob das bei euch genauso funktioniert, müsst ihr halt ein bisschen probieren. Hier wurde so gewisse Einstellungen vorgegeben. Die können bei euch auch anders da sein. Ja. Ob der AGC bei euch auf Slow stehen muss oder nicht, das müsst ihr einfach dann mal ausprobieren und dann könnt ihr das auch schon alles soweit dekodieren, was DRM-Radiosender betrifft. Wie gesagt, wenn ihr die DLL-Dateien dann hereinkopiert habt, dann taucht auch schon hier das DRM-Plugin auf. Dann geht ihr hier, wie ich euch gerade gezeigt habe, auf Load Plugins. Und schon habt ihr das und könnt DRM-Radio hören, nur mit diesem kleinen netten Programm. Ich finde es wieder klasse. Wie immer entwickelt sich SDR UNO da immer weiter. Wie gesagt, dieser Decoder, den gibt es jetzt, der ist nicht neu, den gibt es schon länger. Den hatte ich, wie gesagt, schon vor längerem ausprobiert. Aber hat absolut nicht wirklich funktioniert. Mittlerweile top, gefällt mir sehr gut. Und zwar allen Dingen, was mir sehr gut gefällt, selbst bei so schwachen Signalen, wie ihr gerade gesehen habt, selbst da funktioniert er, gell? Ja. Nee, echt klasse. Ich guck noch mal. Aber ich glaube, jetzt kommt kein DRM-Signal mehr rein. Nee, das ist vorbei jetzt. Aber ihr habt es ja auch gesehen. Also wie gesagt, funktioniert prima. Probiert es mal aus, wenn ihr Lust dran findet an diese DRM-Geschichte. Wie gesagt, das Video zu der Software Dream, wo ich das ja euch das letzte Mal mit SDR UNO gezeigt habe in Kombination, das verlinke ich euch aber auch nochmal. Das könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ich finde, dass die Software Dream in Kombination mit SDR UNO noch etwas stabiler läuft, wie dieses Plugin mit einer, und es dekodiert einfacher, ja. Es ist nicht so viel, ja, man muss auch nicht genau auf der Frequenz sein. Dream ist da etwas unkomplizierter, ja, und akzeptiert da mehr Fehler auch. Deswegen verlinke ich euch nochmal das Video in der Videobeschreibung, wie man das mit Dream macht. Weil ich finde, es ist etwas einfacher noch und von der Qualität her besser und die Dekodierung ist auch stabiler. Aber es funktioniert jetzt auch dieses Plugin. Deswegen teste das mal aus. Ich denke, es ist eine ganz feine und interessante Sache. Gut, das soll es mal gewesen sein. Ein kurzes Video zu einem neuen Plugin. Super Sache, finde ich, klasse. Einwandfrei, testet es aus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen, über ein Abonnement sowieso und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Das ist ganz wichtig, die ist hier irgendwo hier unten im Eck. Und dann verpasst ihr auch kein Video mehr, ne? Dann kriegt ihr dann von YouTube Bescheid gesagt, ne? Übrigens, Abonnement, Glocke aktivieren, Daumen hoch, alles kostenfrei, da braucht ihr überhaupt keine Angst haben.
Also, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.